Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute das Thema Kollagen und nachdem ich mich mit Kollagen genauso gut auskenne wie du wahrscheinlich, nämlich vielleicht relativ wenig oder gar nicht, oder ich kenne mich nicht gut aus, habe ich jemanden eingeladen, und zwar Dr. Christian Matte, ein sehr langjähriger guter Freund und der Experte, wenn es um Hormone, Ernährung geht. Und ich habe gedacht, wir werden ihn fragen, was es denn mit diesem Kollagen auf sich hat. Ein Strukturprotein, das weiß ich noch, und irgendwie glaubt man, dass in jedem Shake ein Kollagen drinnen ist. Und ich werde oft gefragt, ob es überhaupt etwas bringt, Kollagen zu trinken, oder ob da die Unterspritzung wichtiger ist. Ich glaube, dass ich in diesem Video weniger sprechen werde als normal und begrüße damit auch schon dich, lieber Christian. Danke, dass du Zeit genommen hast. Ich habe was mitgebracht, aber ich glaube, bevor wir zu irgendwelchen Produkten kommen, erklär mir mal ganz kurz, Kollagen ist ein Protein, oder? Ein Strukturprotein. Das okay. Heißt, es ist halt Bestandteil von verschiedenen Körperstrukturen wie Haut, also Themen, die für dich nicht uninteressant sind, aber halt auch Knochen, Sehnen, Bänder, Gelenke. Ja, also okay. Ist auch im Sportbereich ganz interessant, das okay. Thema Kollagen. Natürlich liegt es im Interesse von vielen, dass man auch die Haut damit verjüngt. Und das ist sozusagen das große Thema. Macht es Sinn, das zu supplementieren? Muss es jeder oder soll es jeder zuführen? Oder ist es vielleicht doch wieder nur einer der vielen Hypes? Genau. Du, und sag mir ganz kurz, es gibt ja noch, was ich weiß, diese essentiellen Aminosäuren, die paar. Wo ist das Kollagen zu Hause? Kann ich auf einem Proteinshake sehen, ob da Kollagen drin ist? Ja. Kollagen ist so ein Überbegriff. Gibt es da Proteine, also essentielle Aminosäuren, die Kollagen dann bilden, oder wie schaut das aus? Genau, also es gibt ganz spezielle Aminosäuren, wie zum Beispiel Glycin, Lysin, Prolin, Hydroxyprolin. Genau, und das, was man sich halt immer fragt, ist, kann der Körper was eigens synthetisieren oder muss man es über die Ernährung zuführen? Und diese Aminosäuren gehören tatsächlich zu den nicht essentiellen Aminosäuren. Das heißt, man muss sie eigentlich nicht zuführen. Die Frage ist nur, wann lässt die körpereigene Synthese nach? Wie viel führst du über die Ernährung zu? Das ist immer ein entscheidender Faktor. Und dementsprechend ist es dann überlegenswert, was zuzuführen oder nicht. Und wenn ich jetzt sage, also diese Kollagene könnte ich selber produzieren, dann hört mein Körper im Alter auf, das zu produzieren, oder wird es einfach faul? Genau, es nimmt ab. Also es gibt unterschiedliche Einflussfaktoren. Das ist eigentlich ein komplexes Thema, weil es gibt Stressoren, die die körpereigene Kollagensynthese hemmen oder stören. Aber es gibt halt auch viele Dinge, die man zuführen könnte. Das heißt, es kommt immer auf die Ernährung drauf an. Das heißt, eine vegetarische oder vegane Ernährung birgt immer ein höheres Risiko, dass du zu wenig Aminosäuren zuführst. Als jetzt, wenn du viel Fleisch isst, weil natürlich in Fleischprodukten oder generell tierischen Produkten viel Kollagen drin ist. Das heißt, du könntest es auch über die Ernährung anlegen. Dann sind sie pflanzlich auch, die Kollagene? Nein. Deswegen ist es Kaviarkollagen, und du hast gesagt, in jedem Rinderstückel ist genauso viel drin wie im Kaviarkollagen. Also es muss tierischen Ursprung haben. Es muss einen tierischen Ursprung haben. Und wenn man jetzt sagt, man möchte unbedingt auf Fleischprodukte verzichten, dann ist halt so ein Produkt schon eine gute Alternative. Aber es ist jetzt nicht besser als das herkömmliche Kollagen. Und die meisten Firmen verwenden natürlich Materialien, die etwas kostengünstiger sind, damit sozusagen der Gebrauch nicht allzu teuer wird. Woher kommt es dann? Kommt es aus der Rindersehne oder wo wird das? Aus allen möglichen Abfallprodukten. Ja, okay. Also aus Knochen, aber auch aus Haut, Rind, Schwein, alle möglichen tierischen Produkten, auch aus Fischprodukten kann man Kollagen gewinnen. Und wenn ich dieses Kollagen, also sagen wir so, noch andere Frage, ein Veganer oder eine Veganerin haben daher quasi keine Chance, Kollagen zu trinken, oder gibt es ein veganes Kollagen? Nein. Eigentlich nein. Nein, das gibt es nicht, genau. Und tatsächlich ist das Risiko, so gut die vegane Ernährung sein mag, das Risiko, dass da die Kollagensynthese drunter leidet, weil man halt viele Komponenten, vor allem Aminosäuren, Kofaktoren nicht zuführt, ein bisschen größer. Ne? Und der Veganer kriegt dann eine runzligere Haut anscheinend, kein Kollagen zu sich nehmen kann. Dazu eine Studie gibt es, die Frage. Ja, ich habe nicht wirklich Studien dazu gelesen, dass man jetzt diese Produkte zu sich nimmt und damit dann auch wirklich ein besseres Hautbild hat, wobei von meiner Seite so ist, dass das Hautbild ja irre viele Komponenten hat. Mhm. Genetisch, number one. Ja, ja. Sage ich immer, du kannst so gut dich ernähren und was immer auch tun, wenn die genetische Komponente schlechter ist, dann hast du mehr Pech gehabt, unter Anführungszeichen. Dann Ernährung, da bist du ja der Große, allerdings auch Rauchen. Ich glaube, zuckerhaltige Ernährung ist quasi auch nicht so gut dafür, oder? Genau, also alles, was oxidativen Stress verursacht, also egal, ob das jetzt große Mengen an Zucker sind oder eben Rauchen oder anderer Stress. Zucker macht Stress, oxidativen Stress? Nein, aber hallo. Echt? Ja. Gut, ja. Wir sind jetzt in der Fastenzeit, das bietet sich an. Jetzt. Hat begonnen. Großartig. Also das ist natürlich immer sinnvoll, dass man das mal meidet, bevor man jetzt irgendwie Unmengen an Kollagen zuführt und trotzdem raucht, weil dann wird das auch nicht wirklich viel bringen und das wird das Rauchen auch nicht egalisieren. Also das weglassen, was schaden könnte, und dann halt ab einem gewissen Alter würde ich es empfehlen, wenn man die Hoffnung hat oder den Glauben hat, man kann das damit verbessern. Und da gibt es schon Reviews dazu, also es gibt Übersichtsarbeiten, die sich das genau angeschaut haben, und das ist jetzt
die Datenlage sicherlich nicht so bahnbrechend, aber durchaus erfolgsversprechend oder zumindest hoffnunggebend. Und man muss halt immer aufpassen bei Hypes, weil jetzt ist es in aller Munde und das heißt einfach, jeder muss Kollagen zuführen, ansonsten altert man vorzeitig, was natürlich ein Blödsinn ist. Genau. Ja. Nimmst du Kollagen? Ja, wobei ab und an, ja. Schau mich an. Das war eigentlich keine Frage, sondern fast eine Feststellung. Na, tatsächlich, aber primär der Gelenke wegen, weil es halt für die Sportler tatsächlich nicht wenig ratsam ist. Für die Schönheit macht es bei mir mittlerweile keinen Sinn mehr, aber für die Gelenke habe ich es ab und zu erhindert. Da drinnen fehlen ja schon zwei Ampullen, weil ich habe die gekostet und ich muss sagen, man muss es halt mit Wasser verdünnen. Und du hast ja gesagt, Kollagen schmeckt eigentlich nicht. Und du hast ja auch ein bisschen kurz angeschaut, was in diesem Kollagen, in diesem Kabelkollagen drinnen ist. Das heißt, da wird versucht, irgendwas reinzumischen, damit es nach was schmeckt, weil Kollagen nach nichts schmeckt? Genau, also es ist neutral und man muss halt immer wissen, da sind ja viele Substanzen drin, durchaus sinnvolle Substanzen drin, die sozusagen die Kollagensynthese unterstützen können, wie eben Vitamin C oder Zink zum Beispiel. Das macht durchaus Sinn, das weiß man, das sind Kofaktoren in der Kollagensynthese. Und manche Pflanzenextrakte, Goji-Bean-Extrakte ist da auch drinnen, haben halt eigene Beigeschmacke oder schmeckt nach nichts und da sind jetzt auch Süßstoffe drin. Stevia zum Beispiel, das ist jetzt nicht schlecht, aber muss man mögen, es hat einen eigenen Geschmack. Gell? Genau, ich mag es nicht, ich habe eher lieber nichts Gesüßtes oder ich gebe nie einen Zucker zu irgendeinem Speise dazu eigentlich, sondern weil ich finde, das Stevia hat so einen komischen Beigeschmack. Genau. Aber es ist auch das gesündeste Süßungsmittel. Ja, genau, wenn man einen Zuckersatzstoff verwenden will, da ist auch Maltodextrin drin, das ist auch Zucker, also versteckter Zucker. Also ich bin auch persönlich Fan davon, das Cleanen und da gibt es genug Produkte, die man sozusagen irgendwo untermischen kann, die halt einfach geschmacksneutral sind. Aber so eine Ampulle ist natürlich auch ganz nett, weil es einfach in der Handhabung ist. Das heißt, ansonsten muss es ja irgendwo unterbringen, das Pulver. Und es ist immer ein Pulver, wenn es nicht so eine Ampulle ist, weil die Dosis, die notwendig ist, die man zuführen sollte, immer in den Grammbereich geht. Das heißt, würde man das verkapseln, dann müsstest du am Tag 20 Kapseln schlucken. Was ist der Grammbereich von Kollagen? Wobei ich noch immer sage, also Kollagen ist für mich so ein Überbegriff. Ja. Muss ich jetzt schauen, dass da spezielle Aminosäuren mehr drin oder weniger drin sind? Wobei ich auch bei dem Produkt jetzt nicht irgendwie gesehen habe, welche Aminosäuren da mehr oder weniger drin sind. Soll ich darauf aufpassen, dass irgendeine besonders viel drin ist? Nein, ja, also Glycin zum Beispiel, es gibt auch die Idee zum Beispiel nur Glycin zuzuführen, weil Glycin die Aminosäure ist, die federführend ist in der Kollagensynthese. Okay. Das heißt, man könnte auch sagen, okay, pass auf, man versucht einfach die körpereigene Synthese zu unterstützen, indem man halt nur einzelne Aminosäuren zuführt. Aber ansonsten, wenn Kollagen draufsteht, ist auch wirklich dieses Eiweißmolekül drinnen. Dann kann man sozusagen auf Nummer sicher gehen, dass man auch wirklich das bekommt, was man braucht. Und wenn man jetzt den Weg über die Aminosäure einzeln gehen wollte, dann muss man schon darauf achten, was drin ist. Eben Glycin, Lysin, Prolin und Hydroxyprolin. Genau, sag es nochmal langsamer. Glycin, Lysin, Prolin und Hydroxyprolin. Das sind die vier Federführenden. Genau. Aber welches jetzt, du hast gesagt, das Glycin kann eigentlich alle bauen und wenn die anderen auch drinnen sind, dann wird es halt irgendwie schon präsentiert. Das ist quasi dann nicht mehr nur noch die Karotte, sondern schon auf der Pizza aufgelegt. Also. Genau, dann ist es also umso mehr Einzelbestandteile, umso mehr Einzelkomponenten aus diesem Kollagenprotein, desto größer die Chance, dass du halt alle Aminosäuren zuführst, die du brauchen könntest. Wo bemerkt, alle Aminosäuren, die du dazu führen würdest, kann der Körper auch selber synthetisieren. Außer die essentiellen, genau. Sag mal, wie viel Gramm sollte ich von dem Kollagen täglich nehmen? Damit also ich empfehle meistens 10 Gramm. Ja? Das ist auch, glaube ich, eine vernünftige Dosis. Ja. Und die Studien, die durchgeführt wurden zu diesen Thematiken, die verwenden meistens zwischen 3 und 12 Gramm. Okay, also 10 Gramm wäre so, aufpassen, 10 Gramm ist genau das, was man verwenden sollte. Du, dann haben wir gefunden bei unserer Recherche das Thema Glow Coffee, weil die Frage ist, also du hast gesagt, es ist in Pulverform, man kann es in diesen Ampullen zunehmen. Mhm. Was würdest du für so eine Ampulle zahlen? Ich persönlich? Ja, oder sagen wir so, was würdest du den Damen und Herren da draußen raten, was sie für eine Ampulle zahlen sollen oder was macht noch Sinn? Ja. Macht Sinn 10 Euro für eine Ampulle, wenn das nicht nur eine goldene Banderole ist, sondern eine platinene Banderole oder wenn goldene Schwebstäffchen drinnen sind? Wie viel würdest du sinnvoll zahlen? Ja, also ich würde meinen, dass das ein Investment zwischen einem und 1,50 Euro pro Tag vertretbar wäre. Also sagen wir mal maximal zwischen 45 und 50 Euro. Okay. Kollagen ist teilweise Abfallprodukt, das heißt, es muss nicht unbedingt teuer sein. Okay. Natürlich darf so ein Produkt teurer sein, weil es halt in der Anfertigung wesentlich aufwendiger ist, so eine Lösung herzustellen als nur das Pulver. Und da sind jetzt zum Beispiel auch Extrakte aus der Goji-Beere drin, das ist auch relativ teuer, weiß man, die Goji-Beere ist einfach teuer. Und das macht halt dann, oder würde dann rechtfertigen, dass es ein bisschen teurer ist.
Wenn man nur Kollagen zuführt, dann sollte es nicht extrem teuer sein. Dann sollte es bei einem Euro die 1 bis 1,50. Und ich kann es anscheinend auch nicht speichern, oder wie ich ja generell die Aminosäuren schwer speichern kann, sondern ich muss sie gar nicht. Es gibt keinen Speicher, es gibt einen Aminosäurepool. Also man kann ja auch Aminosäuren testen im Blut, aber auch das sind halt meistens Momentaufnahmen, die sich relativ schnell verändern. Und kann ich diesen Pool schnell vollfüllen? Das heißt, wenn ich jetzt zu dir zu einer Blutanalyse kommen würde, könnte ich so machen, dass ich vorher 2-3 Tage vorher Proteinshakes, Kollagendrinks nehme und meinen Pool auffülle? So schnell geht das geht nicht. Also, aber nicht so schnell. Das ist so wie der HbA1c vom Diabetiker. Also du siehst schon, ob ich mich schlecht ernähre oder nicht in den letzten Wochen. Dann definitiv. Genau so ist es. Okay. Du, Glow Lean Coffee haben wir dann noch da gefunden. Ja. Ich habe zuerst gedacht, das ist eine Verarschung, aber es dürfte eigentlich eines der Hauptprodukte oder einer der bekanntesten Kollagenprodukte sein, das in den Kaffee mischt, gell? Ist auch ein schöner Name, ja genau. Also das ist unter den Sportlern recht in und bekannt. Die schauen immer darauf, dass sie so viel Eiweiß wie möglich zuführen. Mhm. Und da kann man tatsächlich dieses Pulver, bieten auch andere Firmen an, aber Glow ist da relativ bekannt, das einfach in den Kaffee mischen. Mhm. Dann wird der ein bisschen cremiger und man hat sogar schon mal 10 Gramm Eiweiß mit dem Kaffee-Intus. Okay. Das sollte aber dann ein verlängerter sein wahrscheinlich, oder sonst wird es ziemlich pappig. Oder im Espresso die 10 Gramm einmischen, wird dann vielleicht schwierig. Genau, Filterkaffee zum Beispiel. Filterkaffee. Ja, machen die meisten was, halt mit Filterkaffee. Das ist ja wahrscheinlich ein anderes Video, aber was trinkst du Kaffee? Ja. Welchen Kaffee? Was trinkst du? Mehr Filter? Espresso. Espresso. Ne? Ja, wir haben so eine ganz tolle Maschine, so eine Siebträgermaschine. Und Unterschied jetzt vom Ernährungsmäßig noch jetzt der Filterkaffee oder der Espresso? Ist das vom Gesundheitswert ist es relativ wurscht. Verträglicher ist der Espresso. Also das weiß man, wenn man mit dem Magen Probleme hat und die Idee hat, ein bisschen weniger Kaffee zu trinken, dann ist der Filterkaffee weniger Schwebstoffe, mehr Wagnis als der Espresso. Espresso wird aus der Siebträgermaschine besser vertragen als der Filterkaffee. Weniger Schwebstoffe wahrscheinlich? Wahrscheinlich, ja. Okay. Das heißt zusammenfassend irgendwie für mich, ich habe jetzt selber nicht so ganz dran geglaubt, aber du hast mich eines Besseren belehrt. Also es macht definitiv Sinn, nämlich gar nicht nur, um schön zu werden, sondern auch eigentlich für den Bind- und Stützgewebekörper. Also das verlieren wir ja alles. Man merkt schon, 46, ich merke schon, es wird alles ein bisschen anders. Mhm. Und auch dafür quasi macht es definitiv Sinn, also Knorpel, Knochen oder auch in der Regeneration, oder? Macht das dann auch viel Sinn, oder? Genau, also wo ich es empfehlen würde, wenn die Frage kommt, na, wer soll das denn jetzt anwenden und ab wann sollte man es anwenden, dann würde ich sagen, jetzt die ganz junge Frau oder der ganz junge Mann eher nicht. Was ist ganz jung? Also ich bin ja Spur älter als du, das heißt, wir sind beide noch ganz jung, aber grundprinzipiell könnte man sagen, ab 40 würde ich meinen, macht Sinn. Ja? Also bei der ganz jungen Frau wirklich starten schon. Genau, weil sich da die Hormone beginnen zu verändern und sowohl, vielleicht auch ganz interessant, sowohl Östrogen als auch Progesteron als auch das Testosteron sind entscheidend an der Kollagensynthese beteiligt. Und das ist auch der Grund, warum ganz viele 40, 45, 50-jährige Frauen zu mir kommen und sagen, kann das sein, mein Bindegewebe, wirst du auch öfter hören, hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Du, aber das ist eine ganz wichtige Frage und das habe ich dich noch gar nicht erzählen lassen, das Hormonthema, weil was ich sehe eine Patientin, die behandle ich seit 10 Jahren, dann kommt der gemeine Wechsel und dann macht es einen Rauscher und das ist wirklich, in ihrem Gewebe verändert sich extrem viel, nämlich auch am Körper, es wird alles irgendwie weicher, es rutscht, es knittert mehr, sie schmiert die gleiche Creme und hat eigentlich keine Chance mehr. Das hat mit dem Östrogen-Progesteron zu tun. Das Progesteron hemmt den Kollagenabbau. Okay. Das Östrogen fördert die Kollagensynthese und das Testosteron, wird auch sträflich vernachlässigt oft bei den Frauen, führt zu einer Vernetzung der Kollagenfasern. Okay, also diese volle Katastrophe. Und diese Hormone fallen schrittweise ab und dadurch merkt praktisch jede Frau eine deutliche Verschlechterung und sagt dann auch immer, ich mache Sport. Und da kann sozusagen kann das helfen? Ja, da kann das helfen. Weil in den Hormontopf, also du hast es super angesprochen, was die drei Hormone machen, in den Hormontopf reinzugreifen, ist ja immer so fraglich oder so, aber macht man schon auch, oder? Macht man auch. Es gibt auch Hormonkosmetik, wo man sozusagen... Genau, die in der Rezeptur aber nur erzeugt werden kann, oder? Gibt es nicht handelsüblich. Ja. Genau, das muss man magistral der Rezeptur erstellen. Genau. Aber das hilft auch vielen, wenn man sozusagen sagt, man möchte nur kosmetisch, ästhetisch therapieren und keine systemische Therapie. Weil jetzt eine systemische Therapie, wo das wirklich ins Blut geht, nur der Optik wegen, da muss man halt wirklich Nutzen und Risiko miteinander abwägen. Aber wenn du eine Patientin bei dir hast und den Hormonstatus machst und dann Hormone oder Vorstufen von Hormonen substituierst, dann kannst du sehr wohl damit auch eigentlich dann das Hautbild verbessern oder verbessert sich das immer dann damit eigentlich automatisch?
Bei den meisten. Bei den meisten. Bei den meisten. Wenn die genetische Komponente so durchschlagend ist, dann merken wirklich ganz, ganz viele Frauen unter einer Hormontherapie, dass sich die Veränderungen, die sie anfangs bemerkt haben und nicht haben wollen, dann doch deutlich wieder verbessern. Oder zumindest sich das, der Alterungsprozess dann wieder wirklich verlangsamt. Gibt es einen Wechsel beim Mann? Also weil, wie gesagt, bei der ganz, ganz jungen Frau, die ganz, ganz junge Frau ab 40 kann quasi damit beginnen oder macht Sinn, je nachdem, wie auch ihr Hormonspiegel ist. Wie ist das beim Mann? Ab wann sollten wir das nehmen? Hätten wir schon beginnen sollen? Du hast ja schon begonnen. Gott sei Dank, ja. Ja, wir hätten schon beginnen sollen eigentlich. Grundprinzipiell gibt es keinen Wechsel beim Mann, aber wir enden alle, also Männlein und Weiblein, am Ende des Tages hormonell am gleichen Punkt. Mhm. Nur bei uns Männern geht das halt kontinuierlich stetig nach unten. Und bei der Frau gibt es halt wirklich diesen Einbruch. Und deswegen, ist jetzt vielleicht nicht gerade sehr, sehr charmant, aber siehst du wahrscheinlich auch, merkt man bei Frauen zwischen 40 und 50 das Altern meistens wesentlich schneller als bei uns, weil halt der hormonelle Abfall ganz abrupt geht. Ja, bei uns, ich habe auch das Gefühl, bei uns geht es so schleichend dahin und merkt schon irgendwie so, dass es das eine oder andere sich verändert, aber es ist ein schleichender Prozess. Und dann hast du aber auch Frauen, bei denen der Wechsel jetzt gar nicht so auffällt und das hat damit zu tun, dass die Hormonveränderung nicht so stark ist. Also das ist zwar, sie sind schon im Wechsel, aber haben dann trotzdem noch mehr Testosteron oder warum ist das bei denen dann nicht so durchschlagend? Genau, Testosteron fällt nicht bei jeder Frau, vor allem nicht gleich im Wechsel, sondern erst zeitverzögert und es gibt schon auch Unterschiede in der Resthormonsynthese, sozusagen. Es gibt Frauen, die haben überhaupt kein Östrogen mehr im Blut, also null, und Frauen, die haben noch so einen gewissen Restspiegel und da gibt es dann schon Unterschiede. Aber die Genetik spielt da sicher auch eine ganz wichtige Rolle. Okay. Und natürlich der Lifestyle. Deswegen beknie ich die Dame eben gerade ab dem Wechsel. Da muss wirklich alles passen. Und wenn man sich da viele, viele durchzechte Nächte erlaubt und raucht, dann darf man sich halt da nicht wundern, wenn man mit dem Wechsel dann wirklich Gewicht zunimmt und schnell altert. Ja. Das ist auch ein Riesenthema. Bevor wir jetzt den 100.000 Kommentare beantworten müssen, weil ich weiß, dass schon eine Frage da draußen sicherlich brennt, ohne jetzt, ich weiß nicht, ob du Hersteller nennen möchtest, aber mich interessiert es jetzt auch. Ich habe da von einem Hersteller dieses Kaviar-Kollagen, den Hersteller, den ich gut kenne, und das sicherlich aber zu der teuren Liga schon zählt. Kannst du drei Produkte nennen oder Orte, wo man es bezieht, jetzt ohne jetzt hier eine Schleichwerbung zu machen? Aber wenn ich jetzt irgendwie nach dem Interview, habe ich auch viel gelernt, mir denke jetzt, eigentlich würde ich auch ganz gern so 1,50 Euro am Tag einfach ein Kollagen ersetzen, ohne jetzt, um jetzt quasi noch schöner zu werden, oder aber einfach halt wirklich so für den Ersatz oder für den Erhalt meiner Kollagenstruktur. Drei Produkte oder drei Hersteller oder drei Orte, wo ich es beziehen kann, was kann jetzt der oder diejenige da draußen, die uns zuschauen, machen? Also ich kann jetzt keine drei Produkte nennen, weil ich grundprinzipiell, ich habe kein eigenes Kollagenprodukt, aber ich empfehle halt einfach, dass man sich da schlau macht und Patienten fragen dann auch nach, ist das ein vernünftiges Produkt? Ja. Was ich genommen habe, kann ich sagen, das ist von so einer Sportlerfirma, die heißt Xendurance. Xendurance. Das heißt Kollagen Greens. Das sind sozusagen Spirulina, Weizengras, also so Extrakte aus grünem Gemüse drin, plus Kollagen. Ja. Das ist unter Sportlern. Schmeckt ganz gut oder ist das? Ist auch Stevia gesüßt. Okay. Ja. Ja. Schmeckt gut, mit Vanillegeschmack, aber hat eine Stevia-Süße mit dabei, muss man mögen. Ja. Aber das habe ich verwendet und das ist preislich halbwegs okay gewesen. Das ist preislich halbwegs okay, das kriegt man so um die gut 40 Euro im Monat, trinkt man auch. Ja. Ja. Glow ist eine bekannte Marke und auch das wäre jetzt zum Beispiel keine Fleischprodukte im Produkt haben, weil ist das sicher nicht wert. Das maritimes Kollagen ist eben, es heißt Kaviar-Kollagen und das maritimes Kollagen ist auch ein gutes Produkt. Und was man schon auch sagen muss, ist, es gibt nicht wenige, die sagen, pass auf, jetzt dieses Pulver in den Kaffee mischen oder in einen Smoothie oder irgendwie, das ist mir zu mühsam und deswegen hat der teurere Preis, ich weiß nicht, was das kostet, aber der teure Preis dieses Produkt wahrscheinlich auch die Berechtigung, man sagt, okay, aufschrauben, trinken und that's it. Genau, wobei du musstest, also ich habe die erste Ampulle nicht, ich habe nicht gelesen, habe sie gleich pur reingeschmissen, da steht dann drin, dass ich 200 Milliliter Wasser verdienen sollte. Das habe ich dann im Endeffekt im Magen gemacht, weil es doch relativ heftig geschmeckt hat. Aber okay, das heißt, man sollte schauen, dass viel Glycin ist oder von den anderen dreien etwas drin ist, zumindest sagst du 10 Gramm. Ja. Und wenn es convenient ist, in der Flüssigform oder sonst in der Pulverform. Genau. Und Kofaktoren mit dabei, wie Zink, Vitamin C und ähnliches, das schadet natürlich auch nicht. Und das, was du eh gebetet hast, auch mit deinen 100 Tage ohne Zucker gezeigt hast, wenig Zucker, nicht rauchen, ausreichend Schlaf, Sport, ich glaube, Sport ist ja auch wichtig. Hilft der Sport, also dass ich, wenn ich mich bewege, hilft das bei der Kollagensynthese eigentlich auch? Wenn ich die Muskel bewege, wenn ich das stärker durchblute, ist das quasi etwas, was Kollagenproduktion fördert, glaubst du auch? Ja, also fördert auf jeden Fall, aber begrenzt halt den Schaden nicht. Wenn Dinge fehlen, und dann wirst du das mit Sport nicht alleine kompensieren können. Ja, super.
Christian, vielen Dank. Wir werden mal schauen, sehr was gerne. Da für Kommentare gibt, weil dein Portfolio an Themen, die du bringen kannst, ist, glaube ich, riesengroß und mich interessieren auch sehr viele Dinge. Das Problem ist, dass man beim Christian trotzdem schwer einen Termin bekommt, weil er sehr gut ausgebucht ist. Und der Grund dafür ist sicherlich auch, weil er sich schon sehr, sehr lange mit diesen ganzen Themen beschäftigt, viele Bücher geschrieben hat, einen eigenen Online-Shop auf seiner Seite hat, wo er auch extrem gute Produkte verkauft. Wenn ihr mehr von ihm wollt, dann müsst ihr viele Daumen nach oben geben und in den Kommentaren auch gerne Fragen zu ihm oder zu dem Thema Kollagen hinterlassen. Und ich freue mich, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos wiedersehen. In diesem Sinne, alles Gute, bis dann. Ciao, baba.